Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ein neuer Morgen und wir beginnen den Tag natürlich frisch erholt mit Holzhacken. Wir haben in der letzten Folge gesagt, wir brauchen ja noch ein bisschen Holz. Und das werden wir jetzt tun. Und dann werden wir irgendwann müssen wir natürlich auch, ja, so dumm das klingt, wieder zurück zu unserer alten Heimat, um umzuziehen. Denn bald steht ja der Umzug bevor. Wir müssen ja in unsere neue Bude einziehen, in unser neues Haus, was wir ja hier bauen momentan. Der Hausbau hat endlich begonnen. Ja. Mein Gott, welche Folge ist das jetzt? 14? Ich weiß es gar nicht. Ich vergesse das immer, welche Folge es ist. Ist ja auch vollkommen wurscht. Ihr seht es ja oben an der Videobeschreibung, seht ihr es ja. So, Fackeln müssen wir. Wir müssen ja auch die ganze Kohle, die wir da geerntet haben. Wir haben ja da so viel Kohle drin und alles. Aber ich werde das, glaube ich, nie wieder finden. Ich glaube, irgendjemand hatte, glaube ich, auch einen Kommentar geschrieben, wie man einen Kompass baut, oder? War das nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Huch. Holz, jede Menge Holz, 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 Holz. Und dann müssen wir, ja, dann werden wir wahrscheinlich endlich den Garten anlegen, den großen, den wir auch brauchen. Denn wir wollen ja auch was ernten später. Und müssen dann wieder auf Jagd gehen, zu essen und so. Und so ist der alltägliche Kreislauf bei Minecraft. Ja, arbeiten, 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 arbeiten. Und immer wieder arbeiten. So, ich glaube, jetzt haben wir erstmal gleich genug Holz. Erstmal. Ja, den Baum hacke ich noch ab. Ich weiß gar nicht, wachsen die irgendwann nach, die Bäume? Ist es so? Oder bilde ich mir da gerade voll was ein? Ich weiß es gar nicht. So. Da steht ein Pferd oben auf dem Berg. Ich weiß, ah, hier können wir ja eigentlich auch ernten. Aber ich glaube, da sind die Jungs, glaube ich, ein bisschen sauer. Unsere neuen Nachbarn. Oder unsere neuen Einwohner. Hallöchen. Wow, sieht schon toll aus. Was wollte ich jetzt eigentlich mit dem Holz? Erstmal werde ich jetzt hier die Ränder eben hochbauen. Warum funktioniert das nicht? Ach, ich glaube, man muss, glaube ich, draufbauen. Kann das sein? Ja, man muss draufbauen. Das ist ja schon wieder so ein Undingen. Man muss drauf gucken, glaube ich. Ja, dann geht es genauso. Es soll schon seine Rang und Ordnung hier haben, ja. Das soll ja nicht 0815 werden. So, und einmal hier und zack. So, dann wieder abbauen. Das ist zwar ein bisschen mühselig. Vielleicht habt ihr da ein paar hilfreiche Tipps für mich, um zu sagen, hey, mach das so, das ist besser. Ich komme da sowieso nicht großartig zu, die Kommentare zu lesen. Doch, nein. Nein, Quatsch, jetzt habe ich Quatsch erzählt. Nein, ich lese die Kommentare wirklich. Also, genau wie mit der Pilzsuppe und so. Und halt mit der Kameraqualität und die Musik soll ein bisschen leiser, das habe ich auch beachtet und alles. Wie gesagt, ich lese die Kommentare auch. Das war jetzt totaler Müll, was ich erzählt habe. Ich erzähle ja sowieso nur Müll. Weißt du ja. Kennst mich ja. Kennst mich ja vom Stream. So. Zack. Zack. So, wie gesagt, ich werde das Dach wahrscheinlich noch eine Nummer höher bauen. Aber was wollte ich denn mit dem Holz nochmal? Irgendwas wollte ich bauen. Ohne Moment. Erstmal wollte ich hier weiter die... Was wollte ich denn nochmal bauen? Türen wollte ich bauen. Fackeln. Und was war das noch? Was wollte ich denn noch bauen? Was wollte ich bauen? Ich weiß es gar nicht mehr. Schiene? Ne, Booster? Ne, Dektorschiene, Boosterschiene, Aktivierungsschiene. Nein, das wollte ich alles gar nicht. Huch. Ich wollte, machen wir erstmal hiervon ein paar. Zwei Türen. Eisentür können wir auch bauen. Stimmt, wir haben ja so viel. Ah, dann können wir demnächst dann eine Eisentür da reinzimmern. Weil wir haben ja in unserer alten Heimat haben wir ja quasi. In unserer alten Heimat haben wir ja quasi. Ach, ich brauche noch eine Tür. Haben wir ja so viel Eisenerz schon gesammelt. So, eine Tür brauche ich noch. So, zack. Dann haben wir wenigstens schon mal Türen drin.
Na? So, jetzt aber. Hey, geil. Tür. Und, ach so, genau. Ich wollte ja, stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich wollte den Fußboden aus Holz machen. Ja, ich entsinne mich. Ich glaube, ich werde es ja aus den Eichenholzbrettern, werde ich den, glaube ich, zimmern. Dazu muss ich erstmal hier alles abgraben. Aber wie gesagt, ihr wisst da wahrscheinlich viel besser Bescheid, wie das auch viel schneller geht wahrscheinlich. Ja, die Tür ist jetzt natürlich erstmal weg. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr gut unterwegs, was im Überlebensmodus angeht. Ich hatte ja vorher, muss ich sagen, immer nur den Creative großartig gebaut oder rumprobiert und gar nicht so den Überlebensmodus, weil, weiß nicht, ich hatte da irgendwie gar keine große Interesse. Ich wollte bauen, 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 bauen. Und, ja, und dann habe ich den so ein bisschen vernachlässigt und jetzt so mittlerweile, muss ich sagen, gefällt er mir richtig gut, der Überlebensmodus, denn, ja, er macht mir sehr, sehr viel Spaß, vor allen Dingen auch, weil man da so ein bisschen so, ja, man muss immer aufpassen, dass man überlebt, gleichzeitig aber auch Ressourcen sammelt und man hat nicht sofort alles auf einmal und so. Das ist schon sehr, sehr geil, das ist richtig cool. So. Hey, cool, unsere Hütte. Ich bin der Fliesenleger. Kennt ihr noch einer von euch? Fliesenleger Ingo? Hey, ich bin Ingo. Ich leg die Fliesen. Ich hatte ja mal so ein Schloss angefangen. Oder wie das nochmal hieß, dieses... Was, das war... Was? Das waren schon alle... Was? Wie viel brauche ich denn davon? Huch. So, ich hatte ja beim Let's Play von Minecraft angefangen und da habe ich so ein riesen, ja wie so ein Hotel oder sowas sollte das werden, so eine Burg, so ein Schloss. Aber boah, das war so ein Mammutprojekt, das gibt's gar nicht. Und das habe ich immer noch im Übrigen, das habe ich, können wir irgendwann mal mit der Zeit mal kurz reinschauen, aber das ist ja nicht viel passiert. Hey, der Fußboden ist fertig, cool. Stickies werde ich mal eben bauen für unsere Fackeln, glaube ich, die brauchen wir. Sticky, sticky, stickies. Und ich glaube, wir werden als nächstes... Ja. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen tatsächlich... Das habe ich mir nämlich gedacht. Wir müssen wirklich tatsächlich... Müssen wir... ja, obwohl wir es eigentlich... Oder notgedrungen, sage ich mal. Müssen wir... ja, uns auf die Rückreise begeben. Nicht beginnen, begeben, mein Gott. Wir müssen uns echt auf die Rückreise begeben, denn... ja, es bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als wie unsere alte Heimat zu finden, weil wir da so viele Sachen haben, wie Kohle und sowas und jetzt neu hier nochmal alles. Ich möchte doch wirklich das mitnehmen alles, was wir da hinten haben. Aber die Frage ist, wo war das? Scheiße, Mann. Ah, fuck, ich werde das, glaube ich, nie wiederfinden. Tja, das war ein Riesendschungel. Reflex, der war gut. Da ist auf jeden Fall der Dschungel, aber da müssen wir ja in die Richtung liegen. Boah, und dann finden wir irgendwann hier nochmal. Und dann finden wir irgendwann hier nicht mehr wieder. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es kommen, dass wir hier das Dorf nie wiederfinden. Oh Gott. Soll ich es jetzt wirklich wagen? Mich hier von dem Dorf erstmal zu verabschieden. Gott. Hilfe. Hilfe. Hey Schwein. Gib mir dein Fleisch. Ich hab Hunger. Huch. Das wäre jetzt aber beinahe in die Hose gegangen. Mein Gott, dieses eklige Baumgedönszeug, das macht mich voll kirre. Da ist das Dorf hinter. Das Dorf ist aber auch sehr gut versteckt, muss ich sagen. Das tarnt sich sehr, sehr gut. Ich möchte nur einen riesen Aussichtspunkt finden, wo ich einmal kurz vielleicht über die Map mal schauen kann. Gott, wie gesagt, ich werde es nie wiederfinden. Ich werde das Dorf nie wiederfinden. Ich werde jetzt hier langlaufen. Und werde es wahrscheinlich nie wiederfinden. La 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 la. Ich gehe mit meinem Schwert durch den Wald.
Doch mir ist gelegentlich kalt. Da hinten ist doch dieses... Schwebt da hinten was? Und die Sonne geht unter. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich werde mal versuchen, so ein bisschen über die Baumgipfel hier so zu klettern. Ja, super. Das bringt's ja. Ich glaube, wir wohnen da. Ich bin mir nicht sicher. Weil das kommt mir bekannt vor. Aua. Fuck. Und es wird dunkel. Scheiße. Mann, so ein Mist. Und ich wollte eigentlich noch geschlafen haben. So ein bisschen die Orientierung bekommen. Dafür, wo wir hin müssen. Jetzt werde das, glaube ich, nie wieder. Wir werden so kläglich versagen. Ich werde so kläglich versagen hier. Und ihr werdet schimpfen dann auf mich. Ey, du hast doch so schön angefangen. Ja. Egal, aber es ist ein Abenteuer. Ist das unser Turm? Sehe ich das richtig? Kann das sein, dass es unser Turm ist? Hey, geil. Das wäre echt super. Das sieht förmlich aus, als wäre das unser Turm. Ey, das wäre Porno. Entschuldigung, das wäre echt Porno. Aua. Das heißt, wir müssen im Prinzip einfach nur in die Richtung... Geh weg. Geh weg, du stinkst. 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 Oh, Gott sei Dank. Nochmal was essen eben. So. Und dann geht's ab. Ab geht die Luzi geht ab. Boah, lass das bitte unser Turm sein. Huch, ich glaube, ich habe gerade eine... Aua! Geh weg, Spinne! Ich hasse Spinnen. Oh, der Enderman! Oh, da ist wirklich unser Turm. Nein! Geh weg, Enderman, geh weg! Wir sollen weggehen! Und außerdem seht ihr gerade, dass ich nicht im Hellen spiele, so wie sonst immer. Boah, so weit weg sind wir. Alter, was ist hier los? Ich werde sofort ins Bett gehen, sofort. Also müssen wir quasi in diese Richtung müssen wir, alles klar. Ich werde mir das irgendwie so ungefähr so markieren jetzt, damit ich ungefähr weiß, in welche Richtung ich laufen muss. Ich versuche jetzt nur noch... Geil, dass wir es wiedergefunden haben. Cool, ey. Ich feiere voll, ich freue mich. Geil. Wie gut, dass wir den Turm gebaut haben. Das ist echt hilfreich. Der Turm von Babel. Turm von Babel. Und hier müssen wir aufpassen. Hier sind überall die... So, vom Turm aus gesehen müssen wir in diese Richtung laufen. Also quasi, wo diese Insel ist da. Voller Stereo-Stöhnen, was die jetzt gemacht haben. Geil, dann können wir nämlich schön umziehen. Das ist super. Also nicht wir ziehen uns um, sondern wir ziehen gemeinsam hier um. Obwohl wir hier den schönen Garten haben. Hey, super. Cool. Da freue ich mich. Hey, wow, was wir hier schon alles erlebt haben. Cool. Sehr, sehr geil. Ich feiere gerade voll. Da muss ich nochmal, mich nochmal richtig hinsetzen. So. Und wir können natürlich die Truhen füllen wieder. Mit irgendwelchen Zeugs und alles. Boah, geil, ey, was wir alles haben. Ich feiere voll, dass wir es echt wiedergefunden haben. Ja, die werden eh sterben. Weil die ja brennen. Und schon sind sie tot. Wunderbar, dass wir da auch den Baum da gefällt hatten. Bisschen nervig sind sie manchmal schon, ne? Muss man ja mal sagen. So. Ich werde mit dem ganzen unnützen Zeug, werde ich einfach mal hier die Kiste füllen. Ich hoffe, wir können die komplett so mitnehmen, wie sie ist. Ich hoffe mal, dass wir damit umziehen können. So, das lasse ich drin. Fackel lasse ich auch drin. Das werde ich switchen. Das werde ich noch da oben reinpacken. Das Hähnchen. Boah, geil. Ich war ja voll. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich, dass wir so viel jetzt schon erlebt haben. Wahnsinn. So, das heißt für uns, wir haben... Da ist nochmal Kohle. Auch mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. Und, so. Ich werde hier Werkbank mal eben abhacken. Den, Steinofen. Dann haben wir ihn. Wie sieht das aus mit den Kisten? Was? Was? Man kann es nicht... Man kann es nicht mitnehmen? Wie bitte? Was? Willst du mich verarschen? Das heißt, ich muss hin und her rennen? Gibt es da keine Alternative für? Was? Da gibt es echt keine Alternative für? Ich muss das alles hier... Ich möchte die Kohle mitnehmen. Ich
Ich will die scheiß Kohle mitnehmen. Mann, ich will die scheiß Kohle mitnehmen. Oh! Ist denn sowas möglich? Wie kann ich denn diese... gibt's doch nicht. Muss ich das jetzt echt hier liegen lassen, alles? Orangene Wolle, wir brauchen sowas. Braucht kein Mensch. Das brauche ich nicht. Kann ich denn nicht die Kohle? Ich will die Kohle, die ist mir am wichtigsten. Kohle ist immer wichtig. Kohle ist immer wichtig. Moment. Aber das ist ärgerlich, dass wir alles so liegen lassen müssen. Ich hätte gedacht, wir können das echt in die... Blub. Ich werde nochmal hier so eine Dings hinbauen. Und dann die unnützen Sachen einfach mal... Gut, den Bogen möchte ich doch vielleicht behalten. Vielleicht können wir damit irgendwann mal auf die Pirsch gehen. Steine können wir uns immer noch abbauen. Aber das wird ja jetzt echt hier popelig. Da müssen wir jetzt echt hier wirklich alles Popelige... Huch. Den lasse ich mal drin. Das ist Apfel. Apfel ist gut. Die Schüsseln, ja, die können wir uns nochmal herstellen. Das ist nicht so schlimm, falls ich es behalten werde. Oh, schon wieder so ein unnützes Zeug für die Feder. Die brauche ich jetzt momentan gar nicht. Ich glaube, oder kann man mit der Feder vielleicht... Ne, mit der Feder kann man keinen Bogen bauen. Feuerstein lasse ich auch drin. Holz, Schaufel brauchen wir nicht. Holz können wir immer abhacken. Kohle haben wir. Was war denn noch dabei, was wichtig ist? Da hinten ist ein bisschen Gold. Oh. Wieder unnützes Zeug mitgenommen. Ofen haben wir eigentlich auch. Ist total unnütz. Orangene Wolle. Ich behaupte das jetzt einfach mal, dass es unnütz ist. Falls das nicht ist, korrigiert mich bitte, ja? Weil ich möchte... Steinspitzhacke, Eisenschaufel... Steinspitzhacke können wir auch mal ruhig ablegen. Wir haben eine Eisenspitzhacke. Ich glaube, vor dem Morgengrauen wird das, glaube ich, hier, glaube ich, auch nichts irgendwie großartig. Ich glaube, viele haben jetzt schon abgeschaltet beim Video und gucken jetzt auch nicht mehr zu. Mann, laut... Huch! Geh weg. Mann, was soll denn das? Das ärgert mich jetzt voll. Dass wir hier so ein dämliches Hin und Her und... Ach ja, und... Ach ja, die... Wer erinnert sich noch dran? Die 12 Zauntore, die ich gebaut habe. Ich Trottel. Mann. Ein Faden, den behalte ich mal. Der könnte wichtig sein. Ein Pfeil möchte ich auch behalten für den Bogen. Ich werde mal eine Eisenschaufel hier lassen. Vielleicht können wir ja irgendwann nochmal hier zurückgehen, falls wir noch was brauchen. Wir lassen das einfach dann nochmal hier. Ja, ich habe das Gold. War da noch was bei? Was ist denn? Was liegen da noch? Truhen können wir immer noch bauen. Ah, unser Eisen, ne? Unser Eisen, glaube ich. Das ist auch ganz wichtig. Stimmt, wir haben ja noch die Eisenblöcke. Richtig, ich vergaß. So ein Mist aber auch. Haben wir da Schießpulver? Tatsache. Stimmt, wir haben ja noch die Eisenblöcke. Die dürfen wir nicht vergessen. Weil damit wollen wir uns ja die Eisentür bauen in unserem neuen Domizil. Oder Domizil. Immer super. Halleluja. Sand brauchen wir nicht. Leder brauchen wir momentan nicht. Zaun. Ja, können wir mitnehmen. So langsam werden unsere Taschen aber echt voll. Das heißt, wir müssen echt... Diese Axt und so, das brauche ich jetzt. Obwohl, da unten ist nicht mehr so viel. Ich pulverisiere das einfach mal hier oben rein. Das ist... Weizen. Ja, können wir immer noch abbauen. Das war eine dumme Planung von mir, hier anzufangen. So groß schon alles werden zu lassen. Ach komm, ey, das ist doch jetzt ein Scherz. Weil, ich glaube, man muss sich, glaube ich, bei Minecraft Überlebensmodus wirklich erstmal den richtigen Platz aussuchen, bevor man richtig anfängt. Weil mit Umziehen ist da nicht viel. Man muss echt einen Ort suchen, einen Platz suchen, den man wirklich gut braucht. Oder den man echt gut findet. Und dann zieht man dahin und dann fängt man da an. Und nicht einfach... Ja, hier, Anfangsbude. So wie ich das gemacht habe, ja. Aber egal, ich fange erstmal an mit Minecraft. Für mich ist das ja auch alles hier erste Mal mit Überlebensmodus. Und natürlich auch im Stream, wollte ich jetzt gerade sagen. im Let's Play. Aber ihr seht es ja anscheinend gern. Das sehe ich ja auch an den Klickzahlen. Das ist echt super. Vielen, vielen Dank für die Leute, die alle gucken. Ihr seid super. Ich hab euch ganz doll lieb. Alle, auch dich. So, Eisenschaufel lasse ich auch mal hier.
brauche ich gerade nicht, obwohl die kann ich tauschen mit der da unten, weil die kaputt ist. So, was nehme ich denn? So, da haben wir die Eisenblöcke. Hatten wir 14? Das war's? Oder sind die anderen Sachen jetzt weg? Sind die anderen Sachen weg jetzt, oder? Ja, sicher sind die weg. Weil wir hatten ja noch eine Truhe. Nein! Das plöppt nach einer Zeit weg. Das ist ja asozial. Ist das asozial? Das gibt's doch gar nicht. Ah, super. Ja gut, dann müssen wir mit dem, was wir haben, umziehen. Ich gucke gerade mal, ob wir noch... Mich juckt's. Ich gucke mal gerade mal, was wir vielleicht noch mitnehmen können, was wir gebrauchen könnten. Ich nehme trotzdem mal vielleicht doch nochmal das Weizen mit. Ha. Die 12 Zauntore. Das war auch so eine Geschichte. Das ist... Ich glaube, da werden wir irgendwann in irgendeiner Folge, wenn wir vielleicht nochmal hier zurückkommen und dann werden wir nochmal darüber reden. Wisst ihr noch, Zauntor, die Story? Ah, das ist herrlich. Das ist echt herrlich. Ich nehme trotzdem mal das Holz mit, das können wir ja... Was wir haben, haben wir. Stein. Ein Stein. Ah, da unten sind da noch mehr. Stimmt, wir haben ja noch mehr Steine. Wir brauchen ja sowieso noch mehr Steine für unseren großartigen Hausbau. Ja. Dafür lasse ich sogar... dafür lasse ich sogar das Ei hier. Ja? Huch. Dann nehme ich hier den einen einzigen Stein mit. Feder. Was kann man mit den Federn machen? Kann man da irgendwie... Was ist das? Hält man durch Töten eines Huhns. Kann zum Pfeil verarbeitet werden. Natürlich nehme ich das mit. Aber selbstverständlich. Aber das kann man bestimmt kombinieren mit dem Faden. Mit Sicherheit. Obwohl, nee. Feder und Stickies bestimmt wird das sein. Dafür lasse ich, was lasse ich denn dafür hier? Ich lasse dafür hier das Weizen. Das Weizen lasse ich hier, genau. So, Klappe zu, Affe tot, wir ziehen um. Heißt das Ganze. Ich werde aber trotzdem noch mal schauen, ob ich hier vielleicht... Huch. Hier vielleicht ernten kann, abbauen. Mache ich das richtig? Nee, das mache ich doch vollkommen falsch. Ich muss da doch bestimmt eine Dings haben für, oder? Steinhacke? Moment, kleinen Moment, just a moment. Holzhacke? Nee, ist doch richtig. Es gibt doch nur, Ach, da ist Weizen. Ja, yeah, wir... Und warum nimmt er das denn nicht auf? Ach, ich habe das Weizen gerade entsorgt, ne? Stimmt ja. Mann, ich kann mich so schwer trennen von den Sachen, die ich gerade habe, weil ich die relativ wichtig finde. Komm, hier, dieser scheiß Pflasterstein, ey. Das ist... Das brauchen wir nicht. Das ist so unnütz. Den können wir immer noch... Ja, können wir... Ich weiß nicht, was wir mit dem Weizen machen können. Ihr könnt mir das wahrscheinlich sagen. Wahrscheinlich noch mehr anbauen. Noch mehr anbauen, wie es eigentlich schon ist. Und ich glaube, es wird Nacht. Ich glaube, es wird Nacht. Deswegen würde ich sagen... Ja, ich würde sagen, wir verbringen noch... ja, die Sonne geht unter. Mann, die alte Heimat. Ich traue ja ein bisschen. Ich kann noch ein bisschen Holz mitnehmen, wenn wir schon einmal hier sind. Ist der Baum nachgewachsen? Kann das sein? Wachsen die Bäume nach? Ist es möglich? Wenn man weiter weg ist nach einer Zeit? Ach, Holz sind ja gar nicht mit. Wir sind ja voll. Erde brauche ich nicht. Nimm deine scheiß Erde, du Erde. Ah! Ah! So, jetzt aber. Jetzt haben wir das Holz nochmal ein. Was wir haben, haben wir. Klick, 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 klick. Da kommt schon der erste Zombie. Ich höre ihn schon. Hey! Wie geht's dir so? Alles klar bei dir? So, mach's gut, du Trottel. Was ist... Was ist... Ich kann, was? Willst du mich verarschen? So, jetzt aber. Gute Nacht. Bis demnächst. Ciao.